5. Pereine 1027 nach Bosbarans Fall. In den letzten Jahrzehnten war das Frühlingsturnier eine gigantische Veranstaltung, um die Kälte des Winters zu vertreiben und sich wieder warm für den Sommer zu machen. Dieses Jahr war es deutlich kleiner, weniger Ritter haben teilgenommen und dennoch waren mehr Menschen in der Hauptstadt. Es gab nur wenige Verletzte, viele sparen sich ihre Kräfte und die Vorräte für die kommende Endschlacht. Alles läuft auf ein Ereignis hinaus, was nun in greifbarer Weite ist. Die Schlacht von Werheim auf dem Mythraelsfeld und die Rückeroberung der Schwarzen Lande. Jegliche politischen Interessen werden zurückgestellt. Hier geht es nicht um ein paar Landesgrenzen oder Gold, sondern schlicht den Tod. Wird Galotta hier nicht aufgehalten, so hält Blackerats Einzug ins Mittelreich. Die Stadt ist binnen weniger Stunden gefüllt mit Soldaten, Söldnern, Rittern und Kriegern. Torvaler, Zwerge, Almadaner, Aranier und Alanfaner, jeder leistet seinen Beitrag. So auch ihr. Ihr steht vor dem Haus der Witwe Prutz. Schweiß läuft euch herunter und stapelt die ersten Säcke Getreide vor die Scheune zu dem lahmenden Pferd von Abelmir. Zwar sind noch nicht alle Vorräte da, aber schon zu früher Stunde habt ihr mit eurer Arbeit begonnen. In 2 Stunden sollt ihr zum Reichsgroßgeheimrat Rondrigan Palligan kommen, um dort eure gaugräfliche Urkunde zu erhalten. Und so beginnen wir. Ja, warum haben wir nicht noch mal ein paar Leute angeheuert, Abelmir, die Kisten und Säcke schleppen? Gute Frage! Verdammt! Das weiß ich auch nicht. Ich dachte, ihr wollt dafür sorgen, einen Speicher zu organisieren. Nein, ich habe gesagt, wir müssen da etwas tun. Ihr habt gesagt, ja, und dann haben wir uns gestern Abend getrennt, weil ihr meintet, ihr habt jetzt genug, ihr geht jetzt noch ein Weinchen trinken und ich soll mich auch langsam ins Bettchen hauen. Wir haben morgen viel zu tun, Gaugraf werden und so. Ich hatte gestern noch Jana gebeten, bei dem Störrebrand vorbeizuschauen. Ich sagte, ich würde heute Morgen dort vorbeigehen, aber dann stand die Karre hier schon, ne? Vor der Tür. Ey, ich sehe schon den nächsten Wagen. Jana, lad jemand schneller aus. Tu vielleicht was, anstatt da zu stehen und zu sagen, lad aus, dann ginge es auch schneller. Ich besorge uns ein paar kräftige Hände, die sich ein paar Taler verdienen wollen. Das ist eine gute Idee. Und immer läuft los ohne Sack. Um wirklich Arbeiter anzuhören, die normalerweise jetzt hier so Tagelöhner sind. Ich will so ein bisschen sozusagen wahrscheinlich außerhalb der Stadt nach diesen Tagelöhnern suchen, die man eben wahrscheinlich nicht innerhalb der Stadt findet, weil sie sich ja kein Haus leisten können. Und ja, wird dort dann eben einige Anfragen stellen. Hey du, hast du nicht Lust hier da, Tagelöhner-Job? Wir zahlen das Doppelte heute. Jederzeit, mein Herr, genau dafür bin ich da. Er steht so ein bisschen irgendwo gelehnt neben der Immerarena, hat er wohl auch gerade noch so einen Schläger, hat sich so ein bisschen in seinen Zehen rumgepopelt, hat er wohl irgendwie so einen gebrochenen Zahn rausgezogen, hat wahrscheinlich ja, irgendwie... Gib ein paar Säcke zu schleppen. Ja, klar, ich komme mit. Soll ich noch ein paar Freunde holen? Ich meine, so ja, gute fünf, Arbeit. Ja, 5 weitere brauchen wir noch. 5? Ja, zahlen, alles klar. Wir zahlen heute doppelt. Wo sollen wir hinkommen? Witwe Prutz Haus, kennt ihr das? Protzens, ist direkt im Süden von hier, oder? Was? Wo? Im Süden von hier? Ich führe euch gleich dahin, hol eben deine 5 Kumpel und dann marschieren wir. Jungs, pack die Schläger weg! Arbeit! Ja, eine Minute später hast du dann die 5 Männer vor dir und du kannst sie zu den Protzens. Ja, jeder kriegt schon mal Heller in die Hand gedrückt mit den Worten, die den nächsten Heller gibt, wenn die Arbeit zu Ende ist. Los, kommt! Und vielleicht stocken wir auf den Silber auf. Das kommt darauf an, wie gut er arbeitet. Ja, und so wird immer die Leute dann zurückführen und ruft dann schon Jalan entgegen. Jalan, lass den Sack los. Ich habe 6 Arbeiter gefunden. Ja, ich lass den Sack los. Klopf mich kurz auf. Mein Fuß. Und nicht dran naschen. Abelmir, du musst den Leuten sagen, wohin die Sachen kommen müssen und dann passt das alles an Arbeiten. Wie viele Wagen stehen denn jetzt vor der Tür und wie viele Säcke? Passen die ersten Ladungen überhaupt in diesen Stall? Ja, wenn du dir die Stelle ansiehst, kannst du erkennen, ihr habt wie gesagt jetzt schon die erste halbe Stunde gearbeitet. Ömer hat viele Säcke mit Getreide bestellt und ist es mittlerweile fast voll. Du hast natürlich jetzt noch irgendwie diese kleine Box, wo da dein Pferd steht und das guckt euch belustigt zu. Wie halt ab und zu, dem geht es aktuell noch ziemlich gut, zumindest wenn es nicht laufen muss, aber der Platz der kleinen Scheune ist auf alle Fälle begrenzt und das bietet nicht den gesamten Tonnen an Reis, den gesamten Tonnen an Getreide Platz. Du brauchst also noch irgendwie neue Möglichkeiten, irgendwas zu stapeln. Aber die sagte auch der Händler, dass das nicht alles gleichzeitig kommt. Eine so große Menge wird dann eben auch auf mehrere Tage wohl verteilt. Das wurde aber auch Ömer dann gesagt, als er das Ganze dann bestellt hat.
Jalan, vielleicht solltet ihr zum Steuerbrand gehen und um ein wenig Hilfe bitten, beziehungsweise einen Speicher mieten. Das ist der Plan. Aber mir, die Frau Putz ist doch hier ziemlich beliebt in der Nachbarschaft. Vielleicht hat die irgendwelche Nachbarn mit leerstehenden Scheunen. Könntet ihr doch mal fragen. Wir können doch nicht... Nein, das geht nun wirklich nicht. Wieso denn das nicht, wenn die Scheunen ohnehin leer stehen? Überleg doch mal, das ist doch ein totaler Ansehensverlust. Man kriegt das selber nicht auf die Reihe. Das geht nicht. Nein, wir müssen Steuerbrand fragen. Er macht uns bestimmt einen guten Preis. Vielleicht könnten wir das ja selber fragen. Vielleicht haben die auch noch ein paar Helfer und ein paar Unterstellplätze. Das wäre auch eine gute Idee. Überlächelt wieder bei den Worten. Ich laufe jedenfalls schon mal los zu Steuerbrands. Ja, also du möchtest von der Familie Störrebrand, möchtest du Warenlager, möchtest du Kontore anbieten, um jetzt diese Tonnen an Platz zu verladen. So der Plan. Ja, kannst du dann natürlich für den Raummeter bezahlen. Du lässt dir natürlich das dann eben alles durchrechnen. Die haben natürlich sehr, sehr hohe Fähigkeiten, können dann eben so etwas einschätzen. Das ist ja auch ihre Aufgabe. Und können dir dann da einen guten Preis nennen, an dem sie natürlich auch ein bisschen was verdienen, aber so könntest du dann unten bei Eschenrod könntest du dir eine kleine Störrebrandsche Lagerhalle, ein Kontor mieten. Wenn du möchtest, kannst du auch irgendwo im Norden, wahrscheinlich bei Wallgraben, werden sie eben sowas haben. Na, je nachdem, in welche Himmelsrichtung das geht, wird wohl Wallgraben die bessere Variante sein. Da bezahlt man auch nicht ganz so hohe Mieten, weil man dann zwar für die Unterbringung sichern kann und es ist vor Wind und Regen geschützt. Aber wenn sich die Tobrias wirklich in den Kopf setzen sollten, da einzubrechen, dann können die da wenig gegen tun. Ja, wir haben ja Wachleute. Richtig, Rafim? Für die Austeilung des Essens sind 50 Mann bereit. Sonst wüsste ich nicht, dass du Wachmänner angeheuert hast. Die können doch wohl auch ein wenig auf die Halle aufpassen. Die arbeiten für umsonst, wenn du die dazu überreden kannst, bestimmt. Heuern wir halt noch ein paar Wachleute an. Störrebrand bietet doch bestimmt Wachleute an. Störrebrand bietet auch Wachleute an. Nehmen wir eine Handvoll Wachleute dazu. Also 6. Fünf, 6. Mama gehört der Gefällige 12. 12, gut. Ein Dutzend. Dann Wallgraben. Die kosten aber bestimmt auch irgendwie bestimmt 2 oder 3 Silber bei Störrebrand pro Tag. Ja, dann kosten sie halt 2 oder 3 Silber pro Tag. Wollte gerade sagen, also die sind nicht umsonst. Die sind auch nur zum Aufpassen da. Die werden da jetzt nicht irgendwie was schleppen. Die haben da ihre Aufgaben. Aber kannst du natürlich anbieten, Störrebrand verkauft alles, wenn es sich irgendwie zu Geld machen lässt. 12 Leute, die 24 Stunden sozusagen in verschiedenen Schichten arbeiten sollen oder 12 Leute insgesamt, die dann immer zu 3 oder 4er Schichten nur arbeiten? Das Fragen würde ich mir keinen Kopf machen. Das ist aber doch wichtig, weil wir reden ja davon, dass du ca. 10 Dukaten am Tag bezahlst, wenn du 12 Leute rund um die Uhr da haben willst. Das sind ja 36. Nehmen wir doch dann... Richtig, 36, die in 3-Schicht-Betrieb arbeiten. Also ab morgen bezahlst du sowieso die anderen Söldner. Ist denn Eschenrod nicht die bessere Wahl, die günstigere? Ich meine, Eschenrod ist halt im Almadana-Viertel. Vor allem ist Eschenrod da, wo ich letztens von den Kindern angefallen wurde. Mhm. Ist aber auf der anderen Stadtseite. Kommt auch noch dazu. Nun gut. Ja, was tun wir? Eschenrod, Wallgraben. Hat jemand Präferenzen? Wallgraben ist näher, Eschenrod ist sicherer. Glaubt ihr wirklich, dass euch jemand so viel Hafer klauen will? Ich meine, bei den Homerien, lässt sich zu Geld machen. Also besteht die Chance, dass es geklaut wird, ja. Pass auf, Ilma hat recht. Es kostet zu viel. Nehmen wir Eschenrod. Ich glaube, wir haben das gleiche Prinzip, wenn da diese andere Bande aus Eschenrod sich auf den Weg macht, ist das auch geklaut. Das ist immer der Fall, wenn diese großen Banden kommen und du nicht irgendwie mindestens 10, 12 Leute anheuerst. Wir können das genauso gut oben im Wallgraben lagern. Wir müssen eben nur das Gerücht streuen, dass das Nahrungsmittel sind, die sowieso verteilt werden, dann ist die Einbruchswahrscheinlichkeit viel geringer.
Weil wenn die einfach nur wissen, also wenn die einfach nur wissen, dass es nur Nahrungsmittel sind oder dahinter kommt, dann, naja, dann was machen dann die Leute? Dann werden Gangster kommen, klauen und das verkaufen bzw. an ihre Familien geben. Na gut, und wir wollen ja auch keine Revolte anzetteln. Du kannst einfach zum Zeichen des guten Willens vielleicht auch mal irgendwie 2 Säcke verschenken, das sind 200 Kilogramm. Das ist der beste Plan. Also, mit den Worten, demnächst wird das Ganze sozusagen hier noch weiter verschenkt, aber das passiert nur Stück für Stück. Damit hast du wahrscheinlich die beste Lösung gefunden, da die Leute sagen, okay, wir bekommen sowieso jetzt hier einiges von geschenkt. Mehr Bestechung können sie nicht erwarten. Und Wachen von Störbahn sind da ja auch. Ja. So. Verteilen wir ein paar Säcke, lagen wir was im Wallgraben ein, machen wir genug Wachen, dann, dass immer 6 Mann da sind. Die Frage ist, was die Lagerhalle kostet. Vielleicht 1 oder 2 Dukat am Tag? Sagen wir vielleicht wahrscheinlich 1. Lass es 10 sein, da verdient Stachelbrand sich immer noch eine goldene Nase drin. Ja, die Lagerhalle steht ja sowieso dort. Also die müssen ja für uns nicht mehr machen, außer dass sie reinräumen lassen. Also denke ich mal, ist 1 Dukat am Tag schon für die Gewinn. Bin mir, wie gesagt, nicht sicher. Müsste man sich mal ansehen, was so ein Raummeter in Gareth kostet als Miete. Aber ja, auf das Spielchen können wir, glaube ich, verzichten. Also rechnet einfach 1 bis 5 Dukaten, das ist sowieso Kleinkram. Wenn ihr das irgendwie als alle Helden gemeinsam bezahlt, dann interessiert euch das eh nicht. Richtig. Schreiben wir auf die Portokasse, lassen wir den Prutzens auf Rechnung stellen und fertig. Weiter geht's. Ja, also ihr könnt dann eure Tagelöhner dazu verleiten, all das, was ihr jetzt hier vor das Haus von Prutzens bekommt, dass sie das eben mit Karren und Säcken über viele, viele Stunden dann nach Wallgraben schaffen. Also da hättet ihr dann keine weiteren organisatorischen Probleme mehr. Wenn euch das nicht weiter interessiert, könnt ihr da natürlich dann auch die Wachen davor stellen und das wird dann alles wohl sehr automatisch passieren, wenn ihr das jetzt einmal angeleiert habt. Nichts, wo man Helden für bräuchte. Gut, dann, nachdem ihr das so alles organisiert habt und dann auch die kommenden Säcke, die dann wohl in den nächsten Tagen euch erreichen, also erstmal zu Prutzens und dann später nach Wallgraben verladen werden, könnt ihr euch wieder zurück zur alten Residenz aufmachen, wo ihr vom Reichsgroßgeheimrat Rodrigan Padigan geladen worden seid. Der führt euch dann durch ein paar lange Korridore über eine vertrackte Teppenflucht in den Ostflügel des Palastes. Ja, hier könnt ihr dann sehen, wie wohl kreisförmig um einen runden Tisch, mit rotem Samt bezogen, ein paar Lehnstühle, ein Ding liegt. Im Zentrum des Tisches ruht auf einem Dreibein eine schwarze, mit einem Ring von Glyphen verzierte Kugel von etwa Kindskopfgröße. Eine Magiekundeprobe bitte. Sie ist erschwert um 10. Falls ihr irgendeine Talentspezialisierung habt, die ihr mir anbieten wollt, könnt ihr das gerne versuchen. Magische Analyse? Nee, ist es nicht. Dämonologie? Nein. Und Abel mir hat keine Talentspezialisierung. Ein schwarzes Auge. Wow. Sowas sieht man nicht alle Tage. In der Tat. Das ist ja hochinteressant. Ist das denn? Ah, das ist ein schwarzes Auge. Das ist ein schwarzes Auge? Ein Heldrichtsartefakt höchster Güte. Ich habe mir größer vorgestellt. Und es gibt wohl auch größere schwarze Augen. Allerdings, dieses ist... hat eine Standardgröße, würde ich behaupten. Ihr habt ihr denn schon gesehen, dass ihr das einschätzen könnt? Ich habe davon gelesen natürlich. So ein schwarzes Auge bekommt man vielleicht einmal im Leben zu Gesicht. Dieses schwarze Auge hat einen Namen, wie jedes andere auch. Hinter euch eingetreten ist wohl die Erzmagierin Rakala von Horsen-Raben und erste Hofmagierin. Ich verbeuge mich tief. Das Auge des Morgens. Wie gesagt, ein schwarzes Auge, was Fräulein
Adepta von Spogesen bereits festgestellt hat. Es befindet sich seit langer Zeit in unserem Besitz und ist ein, wie ihr bereits sagtet, ausgezeichnetes Desiderat zum Ermitteln von der Cla Observantia, Hellsichtsmagie. Wir können damit grob in die Zukunft sehen. Sternkonstellationen bestimmen. Aber darum soll es nicht gehen. Ihr seid nicht wegen dem Auge hier, sondern weil ihr zum Gaugrafen ernannt werdet. Ja, sie stellt sich dann so ein bisschen in die Ecke. Rondrigan Paligan würde dann das Gespräch so ein bisschen dann an sich nehmen. Also gut, es gibt mehrere Dinge, die wir besprechen müssen. Euer Auftrag sollte klar sein, bereits vor dem Turnier haben wir euch ja gesagt, was eure Aufgabe sein wird. Und ich habe natürlich über verschiedenste Quellen erfahren, dass ihr eure Fühler ausgestreckt habt. Ihr sollt euren Fokus auf die Evakuierung von Dapazien bemühen. Dazu habt ihr bereits Kontakt aufgenommen mit einem meiner Agenten, korrekt? Das ist richtig, Euer Exzellenz. Wir haben seit ein paar Tagen noch ein weiteres Problem, was euch allerdings nicht weiter kümmern muss. Ich werde es allerdings trotzdem ansprechen. Falls ihr auf weitere Agenten der KGA treffen solltet, sie werden euch sich natürlich zur Erkenntnis, sie werden euch natürlich offenbaren können. Ihr kennt die Ringe, da ihr selbst welche besitzt, falls ihr sie denn angenommen habt. Diese Agenten haben den Auftrag, in die Schwarze Sichel vorzudringen und dort herauszufinden, warum der Herold von Praios, der Greif, sich nach und nach in Licht auflöst. Dies soll allerdings nicht euer Belang sein, wie gesagt. Andere Agenten werden sich darum kümmern. Es fing an, nachdem der schwarze Rittersmann hier in Gareth sein Umwesen trieb, den ihr ja ebenso aufhalten konntet. Gut, konzentrieren wir uns auf die Evakuierung. Er reicht euch ein paar Wachspapiere in feinem Hirschlederumschlag und Siegel. Könnt ihr dann nochmal aufklappen und seht da dann das Siegel der Kaiserkrone. Und es gewährt euch zumindest Zugang zu dem Boden der Kaiserkrone. Und da Dapazien im Besitz des Mittelreichs ist, werdet ihr da natürlich dann auch ungestört euch bewegen können. In Kuntium oder so sähe das natürlich anders aus. Ja, schaut mal auf die Urkunde und versucht mal herauszulesen, von wo man denn Gaugraf ist, wie denn der Ort heißt. Ihr selbst werdet dann Gaugrafen aus Dapazien. Das Ganze ist natürlich einhergehend mit einem Baronstitel, beziehungsweise normalerweise sind Gaugrafen auch irgendwie, werden sie zum Baron ernannt und da wird dann stehen, dass das Helmenport ist. Das mag sich jetzt geografisch ein bisschen widersprechen, aber da wird erstmal keiner Fragen stellen. Gesiegelt natürlich, gestempelt und Unterschrift mit der Unterschrift versehen von von Ema. Ist Dapazien da genauer abgegrenzt nochmal irgendwie oder steht da einfach nur Dapazien? Da steht Dapazien. Also im Norden grenzt es an Weiden, im Süden grenzt es dann an den Ochsenwassersee und die Dergel. Also das ist dann schon das Gebiet, was sich irgendwie da bis zur Schwarzen Sichel erstreckt, bis zu der Trollmauer. Der Ömer will sich mal den ganz genauen Titel durchlesen. Da müsste jetzt irgendwie so stehen wie euer Hochgeboren Ömer Ibn Hamil von... Und dann steht dort welcher Ort? Von Helmenport. Von Helmenport, ah, okay. Genau, das ist ein Titel, den ihr wieder abgebt. Also das ist zeitlich begrenzt. Es geht um den Frühling 1027 nach Bosporans Fall. Da steht auch nur Frühling, nicht ein Monat oder so. Frühling. Die Agenten, die ebenso sich dort um ihre eigenen Belange kümmern, sind die Agenten Xordai, Breitschwert und Gullmond. Falls sie sich dann ausweisen werden.
Wie gesagt, ihr selbst werdet dann mit dem Agenten Answin von Werheim reisen. Er kennt sich dort aus. Ihr hattet ja um einen denjenigen gebeten, der sich dort auskennt und der die Beflogenheiten von Dapazien kennt. Gibt es weitere Fragen? Bis zu welchem Tag muss diese Evakuierung erfolgt sein? Gibt es ein fixes Enddatum? So früh wie möglich natürlich. So früh wie möglich. Wie gesagt, wir können aufgrund der Lichtwerdung des Greifen, können wir ein grobes Datum bestimmen. Deswegen so früh wie möglich. Berechnet damit, dass Galotta noch in diesem Jahr, noch vor dem Sommer, angreifen wird. Wir können vermutlich auf keine Mittel der Krone zurückgreifen, außer die wir selbst requirieren in Dapazien. Das ist korrekt. Wir haben das Geld, was wir zur Verfügung haben, werden wir in eigene Heere investieren. Wir haben natürlich auch viele Gelder von Adligen eingesammelt, die sich damit das Recht herauskaufen wollten, selbst nicht teilzunehmen. Aber wir müssen in Kriegszeiten, und zwar in diesen Kriegszeiten, auch auf sie und ihre Heere zurückgreifen. Das heißt, all das, was wir zur Verfügung haben, wurde in Söldner gesteckt. Was passiert mit den evakuierten Personen vor Werheim? Gibt es Sorge dafür, dass sie menschengerecht oder zumindest vernünftig untergebracht werden können? Nicht, dass solche Elendsquartiere wie vor den Toren Gars entstehen. Selbstverständlich haben wir uns um Zelte gekümmert, die ihnen dort dann zur Verfügung stehen. Dies wird ungemütlich werden, das möchte ich gar nicht verhehlen, aber wir rechnen wie gesagt damit, dass wir nach etwa 2 oder 3 Wochen wieder das Land gereinigt haben, zusammen mit ein paar Pireine und Travia-Priestern, die dann den Herzog oder das, was sie hinterlassen haben, dann nun ja wieder so aufbereitet haben, dass man dort wieder wohnen kann. Gibt es einen Notfallplan für den Fall, dass es länger als 2 Wochen dauert? Ja, wir haben auch Notfallpläne ersonnen, um viele Bürger über den Fluss, die Dergel, und die reißende Strömung zu übersetzen. Ebenso ist Greifenfurt informiert, Balio und Tralop können ebenso Flüchtlinge aufnehmen, wenn denn wieder erwartend etwas schief geht. Aber wenn etwas schief geht, dann gibt es sowieso ganz andere Probleme. Ich bin mir sicher, die Götter werden ihre schützende Hand über dieses Unterfangen halten. Das müssen sie. Dies ist, wie gesagt, die letzte oder eine der letzten Schlachten, der Anfang vom Ende. Nun, wir werden euch nicht enttäuschen, Eure Exzellenz. Also gut, dann seid ihr von unserer Seite aus entlassen. Wir werden uns sicherlich dann wieder in Werheim sehen, wenn die Evakuierung abgeschlossen ist und wenn die Evakuierung abgeschlossen ist und ihr zu uns wieder auf dem Mythraelsfeld aufschließt. Gut, wenn es wie gesagt keine weiteren Fragen gibt, dann seid ihr entlassen. Verneige mich nochmal vor ihm und trete ab. Ich will auch mich verneigen. Ich würde Rondrigan Paligan vielleicht noch ein Zeichen geben, dass ich ihn draußen noch einmal sprechen würde. Also getrennt von den anderen. Mhm. Könntest du tun. Und dann würde ich den Raum auch verlassen. Lass er dich kurz warten, 2 Minuten. Können die anderen schon mal wieder nach unten oder so gehen, während sich dann aber mir ein bisschen Zeit zum Reden unter 4 Augen erbittet. Und auch dann Rondrigan Paligan nach 2 Minuten zu dir nach draußen tritt. Eure Exzellenz, ich hätte noch einen Vorschlag. Wir wissen, die Schwarzmagier der Schwarzen Lande
bündeln ihre Kräfte in bestimmten Ritualen. Wurde daran gedacht, dieses ähnlich für das Mittelreich zu übernehmen, um die Schlagkraft der Mittelreicher zu erhöhen, um bestimmte Orte zu beschützen, Dämonen zu entschwören? Selbstverständlich. Wir haben für unsere Schlachtpläne auf dem Mythraelsfeld natürlich so etwas ersonnen. Es nennt sich den Keil des Lichts, wenn etwas nicht ganz so laufen sollte wie geplant. Und dort werden sich selbstverständlich auch ein paar Abschwörer aufhalten, Exorzisten, sowohl Magier als auch Geweihte. Nun, ich dachte auch, an bestimmte Plätze zu schützen, die Bombarden, die wahrscheinlich auf den Mauern stehen, beziehungsweise den Feldherrnhügel mit speziellen magischen Schilden zu umgehen. Möchtet ihr mir jetzt draußen hier in einem Flur Ratschläge geben, wie man Kriegs... Nein. Das, ihr versteht mich völlig miss. Ich wollte nur eine Anregung geben, vielleicht darüber nachzudenken, eine bestimmte, nun nennen wir es, Unterabteilung der KGIA zu bilden, die sich mit solchen, magischen Dingen beschäftigt. Wofür brauche ich da die KGIA? Ja, natürlich, ich bin Vorstand und Reichsgroßgeheimrat, aber dies ist nichts, was ein Geheimdienst machen muss. Das ist dann doch eher die Aufgabe von Rekala von Horsen-Rabenmund, oder nicht? Hofmager, als Erzmager, diejenige, die sich darum kümmert, dass wir nicht von Dämonen in der Luft zerrissen werden. Ich selbst bin zwar Reichsgroßgeheimrat und kenne mich mit politischen Interessen jeglicher Couleur aus, weiß, wie man auf dem diplomatischen Boden zu ermitteln weiß, aber die magische Kriegsführung überlasse ich dann doch Rakala von Rosenrabenmund. Nun ja, man müsste vielleicht eher einige Magier dazu benutzen, um Dinge zu tun, die vielleicht in der Öffentlichkeit nicht bekannt werden sollten. Ihr versteht, was ich meine. Okay, dann ist es natürlich wieder ein Fall für die KGA. Allerdings weiß ich nicht, warum ein Schild etwas ist, was man verheimlichen muss. Ein Schild war nur ein läppisches Beispiel. Gut, dann an was denkt ihr? Nun ja, an Kommandomissionen innerhalb der feindlichen Linien. Vielleicht Missionen in das Herz Yolgomax. Wenn der Feind draußen ist, ist das Heim unbewacht, wie man so schön sagt. Aber auch das ist nichts für eine geheime Magiergruppierung, sondern doch eher etwas für alle Kampf- und Kriegsmagier. Also so wie euch, wenn ihr aus Betana kommt, oder so wie Adepter von Spogelsen, die dann aus Beilung kommt. Nun gut. Ich wollte diese Anregung nur geben. Ich hoffe, ich habe euch damit nicht beleidigt. Nein, beleidigt habt ihr mich damit nicht. Nur vielleicht etwas belustigt zurückgelassen. Nun gut, das ist auch ein Effekt. Entschuldigt mich, ich verbeuge mich mal tief und gehe dann ab. Ja, gut. Was tun? Derweil die anderen stehen draußen. Oder vor dem Garten, da wo es gerade noch so ein bisschen regnet, nieselt, wie gesagt, wir haben Frühling und könnt da dann auf Abel mir warten.